Herzlich willkommen. Hier ist meine weitere Folge auf der Marsch. Wir werden jetzt schnell mal hier noch zettern und Heu, Gras wenden. Den Helfer. Und. Gut, der ist fertig. Ist auch da jedenfalls. Glaube ich nicht ganz, ne? Machen wir selber. Obwohl, das können wir auch morgen früh machen. Denn. Gucken mal, wie trocken das ist. Gras 15%, 67. Ja. Gut. Da werden wir ein bisschen warten. So, ich habe mir jetzt ein Gebäude runtergeladen. Und zwar zum Schlafen gehen. Mal schauen, wo das best hinstellt. Das ist ein kleiner Container. Knallen wir hier so hin, ne? Da ist Platz genug da. Wir haben Shoppen hier. Fenster sind zu. Naja, gut. Was für fast zu verbergen. Okay. Gebäude. Also wir bauen hier mal ein Farmhausgebäude. Ich habe mir festgestellt, ja, zu teuer, passt hier auch nicht rein, zu teuer. Das ist mal eine Zwischenlösung. Was habe ich nicht? Ach so, okay. Das heißt, die müssen kleinen Kredit aufnehmen, also klein. So, Bauernhaus. Ist ja nicht groß, aber den wir drehen, weil wir wollen ja die Sicht von vorne reingehen, ne? Und oder mal kurz so schwer fällt sich zum Feld, ne? Ja. Ich denke mal, das passt ganz gut da rein noch. Und man kann. Da steht's ja schon. Container ist, naja, besser wie nix, ne? Also hier ist alles drinne. Hier können wir schlafen, theoretisch. Schöne Couch. Kühlschrank. Ja, Kaffee gibt's auch. Und ja, kleinen Tisch zum Frühstück essen. Und naja, Fernsehunterhaltung, ne? Sogar mit Box hier. Also ein Riesenteil. Ja, Besen. Ventilator, wenn es zu warm ist. Ja, meistens auch. Die Kreide für das Rügen bestimmt, ne? Ja, kann sein. Traktor, ja, schön Details. Geht er auf? Geht nicht. Okay. Ach, Wasserspender ist das. Okay. Besser wie nix. So, okay. Das Ding hätten wir schon mal gebaut zum Schlafen. Das heißt, aber noch wird nicht geschlafen. Hier haben wir noch Zeit. Ich wollte die Mäh verkaufen. Das ist ganz wichtig. Ich habe den globalen Markt aktiviert. Das heißt, kurz mal. Ja. Wir werden zwei Dinge machen. Wir werden jetzt den Dünger rausholen. Aus der Fabrik. Geht er uns ja der nachts. Dann voll sein wird, ne? Dann werden wir die Milch entsprechend dann gleich verkaufen. Dünger hinterher. Nachts entsprechend mit der Produktion. Ne? Läuft ja nachts durch. So, fahren wir gleich hin. Das ist ja ganz schnell getan. Fahren wir hier durch. Kleinen Schwenke und dann geht's hier runter. Noch eine Stelle, wo wir ein bisschen Straße bauen müssen. So, gehen wir raus. Nicht anhalten. So. Denn heute Nacht sollen die ja durcharbeiten werden. Das heißt, Mist ist fast voll und Gäre ist auch fast voll. Also da brauchen wir das Kettelsaum machen. Gehen wir raus. Bumm. Keiner gesehen.
kann er morgen früh gut produzieren, bevor wir um 10 Uhr ungefähr ins Bett gehen. So, der war nicht. Okay, dann lassen wir stehen. Jetzt nehmen wir den Weißen und holen die Milch. Hol die Milch von der Kuh, von der Kuhstall. Gut, ist leer, kein nichts drin, kein Wasser und so. Wenn wir gleich mal zu den Kühen fahren. Aufladen, Weg. Ja. Das lohnt sich sogar. Mal gucken, was beim globalen Markt hergibt an Preise. Wenn das nicht gerade so viel ist, dann werden wir da entsprechend gut verkaufen. Und wenn wir da den Preis nicht stimmt, dann fahren wir halt. Jo. Bäcker haben wir doch heute nicht mehr. Und wir es bauen, aber gut. Sind auch weit weg. So, was haben wir hier? Milch? Oh, 1007, ja. Wird sich lohnen. Silage 16, naja. Hafer, Saatgut, Dünger, Mist, Kartoffeln, Hackschnitzel, Wolle, Baumwolle, Diesel. Wasser, ja, Wasser ist gut. Okay. Bringen wir den Milch dahin, ne? Vielleicht braucht einer Milch. Möglich, ich nicht. Aktuell habe ich noch keine Verwendung dafür. Kühe sind fleißig. Müssen noch immer die Kälber umstallen, am nächsten Stall reinbringen. So. Gute Milch von der Kuh. Wir kaufen wir jetzt. Dann können wir gleich die Schulden zurückzahlen, die wir noch haben. Ups. Wir haben da diese Lichtfahne hingesetzt. Den sehe. Mal gucken, in den Spiel gucken. Stirn juckt. Global hier am Flussitank. Oh. Der Laster ist so voll, der schiebt. So. Und raus damit. Keine Ahnung wohin, aber es geht rein. Gut, hier überlastet, das kann doch nicht sein. Hat doch gar nicht so viel Leistung zu machen. Hof, naja, Hof kann viel sein, dass da entsprechend viele Gebäude so an sich. Naja. Ja, da war auch ein bisschen lange, ne? Also Milch lohnt sich nicht mit Autreif. Das ist auch zu wenig. Jo,
Aber ihr könnt mal aussteigen. Einmal so, so warten. So können wir den anderen fahren lassen. Unser Mistfahrer. Ja, das wird ganz schlecht. Wird ja wieder so ein Fahrzeug hingestellt, ne? So ein Hänger, ne? Okay, dann können wir mal abstellen. Ja. Ist auch nicht klug. Also, weil Grunde gleich. Der nächste meckert, er steht auf dem Wege. Also merken, da wo man Auto fährt, darf nicht stehen. Wieder jetzt auf. Ach, vor allem an Silo ist. Ah. Okay, was so ist. Sonst geht es nicht von alleine auf. Vielleicht hat neu, keine Ahnung. Wirklich ist es. Müssen die Strecken eigentlich separat. Ja, markieren ist übertrieben, aber vielleicht texturmäßig was machen, ne? Viel ist ja nicht, ne, aber wir können hier nicht stehen bleiben. Meckert er wieder. Werden wir gleich mal reinfahren und dann auch gleich verkaufen. Zusammen mit der Milch. Können ja Geld gebrauchen, ne? Ist ja so. Gut, LKW wegparken. Was ich noch machen kann, ist gleich die BGA noch bedienen. Das machen wir gleich. Dazu Haltstopp. Ja, BGA bedienen ist richtig. Aber erstmal hier verkaufen. Ne? Aktuell ist der Preis ganz gut. Kann sich jeden Augenblick verändern, sobald ein anderer das gleiche Gedanken hat wie ich und Milch verkaufen will. Ne? So, Dünger, Milch, Liter, bestätigen, Dünger, kaufen, bestätigen, zurück. So, das haben wir mal gleich mal verdient. Das ist verkehrt. Wir wollen mal ganz kurz zurückzahlen, ne? Also die 45.000 zahlen wir zurück. Schulden frei. Ja, und Tempo hier. Der wackelt. Wackelt auch. Habe ich ein Gebäude auch da? Ein Fahrzeug auf der BGA? Eigentlich schon, ne? Haben wir ein bisschen drinnen im Laden, kann man das verarbeiten, ne? Vor allen Dingen. Macht ein bisschen Geld, ne? Wir müssen ja diese Lage hier irgendwann loswerden, ne? So. Muss hier auch mal gemacht werden.
Füllt sich langsam. Ja, irgendwann ist der Monitor rechts, oben rechts. Und dann ist es ein bisschen leichter für mich. Also, dann kann er dann mal schauen, dass man entsprechend also einen Blick hat. Die Wachung der Software und so. Ne? Haben wir gleich voll, ne? Mit, da liegt die Ecke. Haben wir es. So, vorne aus noch gehen wir am Hänger, ne? Gott, das Symbol erkennen, abkippen, ne? So. Und den Licht machen wir nicht. Oh, wir haben schon 10 Uhr, ne? Kippt man auch mal ab, dann gehen wir in die Furzfalle. Neuen Couch. Dann haben wir auch die Aufnahme geschafft. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke winke, ciao ciao, schönen Dank fürs Reinschauen, das hat mich immer gefreut, tschüss.